Playboy Outdoor Film Regisseur. Sein künstlerisches Wirken wurde mit vielen Auszeichnungen belohnt, unter anderem dem Deutschen Fernsehpreis. Den Deutschen Filmpreis, Europäischer Filmpreis und anderen Filmpreis in Gold. Ja, und immer hast du den Wunderbar an die Treue gehalten. Yes, sir. Und warst auch immer bei Herrabend und das freut uns, dafür bedanken wir uns. Und überreichen wir gerne die goldene Ehrennadel 50 Jahre Mitglied im Kaiser Wunderbar. Sehr geehrte Gäste, Damen und Herren, ich fühle mich jetzt wie ein sowjetischer Armeegeneral mit diesen Auszeichnungen. Da hat dann so eine breite Ordensbrust, die ist breiter als früher mit den Laternchen. Können Sie jetzt ganz kurz machen? Ich könnte aber sagen, ich schließe mich meinen Vorrednern, insbesondere als Stefan, den ich sehr schätze, an und sage, es ist, aber ich sage, nein, ich mache das jetzt nicht. Es ist schon alles gesagt worden und nicht von jedem. Nicht von mir, sondern von Karl Valentin. Und deswegen möchte ich Ihnen mal sagen, wie es mir gegangen ist im Sommer dieses Jahres. Unverhofft ruft mein Freund Friedrich Fischer an in seinem unverkennbaren sächsischen Einzelisch und sagt: Freddy, mein Bub, hast du einen Stuhl? Ich habe wahrheitsgemäß gesagt: Ja. Sagt er dann, setz dich. Dann habe ich gesagt, warum? Er sagt, setz dich. Ich habe ihn natürlich nicht gesetzt, weil ich nicht einfach mich immer danach richte, was die Menschen zu mir sagen. Dann sagt er, sitzt er? Habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, du musst eine Rede halten. Und zwar bist du 50 Jahre im Mainzer Bruderverein Mitglied. Da habe ich einen Stuhl gebraucht. As time goes by, habe mich dann eingewiesen, was von mir verlangt wird. Habe mir das aufgeschrieben und habe das Gespräch schnell beendet und bin dann zum Bücherregal gegangen, habe eine dieser wunderschönen alten, analogen Fotoalben herausgenommen, aufgeblättert und unter MRV fand ich dann so Fotos von Anlegestegen von Weltregatten wie Flörsheimer Ruderregatta. Stolz diese blau-weißen Radatelchen in Empfang genommen haben. Oder Offenbach, wo es diese Lederradatelchen gibt. Also schlanke, also ich bin nicht schwul, aber ich muss sagen, es sah tierisch gut aus, diese schlanken Typen. Und ich habe da versucht, widerstanden, ins Bad zu gehen, in den Spiegel zu holen. As time goes by. Also wenn ich das hier sehe, meine Damen und Herren, das wären meine Träume gewesen. Ein leidenschaftlicher Rennruderer, allein nur so ein Schatten von dem, wäre traumhaft gewesen. Da gab es damals noch nicht mal eine hessische Meisterschaft, die Jugendbestenkämpfe, das war das Absolute, was wir erreichen konnten. Das haben wir auch mal irgendwie geschafft, Krieger, ne? Irgendwie 5., 6. Platz im Vierer ohne, ganz weit hinten. Man hat geträumt damals von 1972, da hinten auf den Plätzen der Jugend, 1972 Olympische Spiele in München dabei zu sein. Ich jedenfalls, mir fehlten die Hebelkräfte und die Länge. Das Gewicht fehlte mir auch. Heute habe ich das Gewicht. Ja, den Hebel passen. Ich soll jetzt Danke zum Mainzer Ruderverein sagen. Das hat Alf so toll gemacht. Ich muss sagen, ich verdanke wirklich diesem Ruderverein trotz dieser nur 6,5-jährigen aktiven Zeit extrem viel, weil ich jetzt auch im Laufe der Jahre festgestellt habe, dass Rudern was ganz Besonderes ist. Rudern ist eine der wenigen Sportarten, die nicht durchkommerzialisiert sind, wo es auf das Individuum und auf die Mannschaft ankommt.
Das Individuum lernt sich durchzubeißen. Die bittere Erfahrung, dass man selber sich Grenzen setzt, der eigene Körper Grenzen setzt, man verdammt nochmal diese Grenzen nicht ignorieren darf, wo auf der anderen Seite hinausschieben muss. Die Erfahrung auch in einem Team Sport zu betreiben, zu akzeptieren, dass Persönlichkeiten, meistens jetzt Schlagwörter oder Steuerwörter, gibt, die dieses Team prägen, selber auch zu versuchen mitzuprägen und auch sich anzuschließen in diesen Teamgedanken. Das gemeinsame Gewinnen, das gemeinsame Verlieren. Das ist eine tolle Erfahrung, verlieren zu lernen, meine Damen und Herren. Aber im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, auch die Erfahrung verlieren zu können, ist unglaublich wichtig. Und fast noch wichtiger, jetzt drehe ich es nochmal um, ist das Gewinnen können. Ich habe in meiner Lebenszeit einige Menschen gesehen, die viel gewonnen haben und hinterher damit nicht zustande gekommen sind. Die prägenden Jahre des Mainzer Rudervereins waren natürlich auch anekdotisch. Ich meine, da drüben sitzt unser Stützi, der war damals so was wie der Assistenztrainer von Gerhard Cordes. Und wir haben natürlich keine Trainingslager im Süden Europas gehabt, sondern im Süden von Mainz. Das haben wir Wackerloch, ne? Ausnahmegenehmigung, die Skulls zu schwingen. Das war eine coole Zeit. Und es gibt natürlich auch diese privaten, persönlichen Erlebnisse. Der Friedrich hat mir vorhin erzählt von einem Fasnachtswagen des Mainzer Rudervereins mit lauter betrunkenen Jungruderern, ihn ausgenommen. Und auch diese Fasnachtspartys in einem alten Bootshaus, wo es so markant roch. Ich will es nicht mehr beschreiben. Mein persönliches Highlight, der erste Kuss. Hallo. Und auf dieser dunklen Treppe oben, wo es zum Turmzimmer raufgeht. Mit wem? Danke. Mit wem sage ich nicht, und zwar weil ich es nicht mehr weiß. Zahnspannen verhakt habe. Das heißt natürlich den Namen noch und dafür hat man keine Zahnspannen. Das war ganz natürlich. Ja, ich stehe nun, habe aufrechten Auges diese Ehrungen eines sowjetischen Armeegenerals entgegengenommen. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die Peter Ustinov erzählt hat, der eine ähnliche Ehrung erfahren hat, wurde ja bekanntlich von der Queen zum Ritter geschlagen, zum Sir. Und er hat erzählt, er ist in einen Vorraum gekommen. Dann hat ihm einer dieser Hofbediensteten ein schmuckloses Papier in die Hand gedrückt, zum Ankreuzen. Da stand A, kann knien, B, kann nicht knien. Und dann gab Ustinov den Zettel zurück und hat gesagt, ich würde gerne C haben. Kann knien, kommt aber nicht mehr hoch. Ich denke, die 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft sind eine echte Herausforderung für alle Leute, die knien oder nicht knien wollen, damit sie auf jeden Fall hochkommen zu diesem klaren Blick in die Augen des Vorsitzenden, der so einen tollen Job macht. Ich danke euch ganz herzlich im Namen aller Jubilare für eure Aufmerksamkeit, für eure Zuwendung und für eure Applaus. Danke. Applaus